Während der Spatenstich nur den Baubeginn symbolisiert, geht es oben auf der Kirschtalbrücke im Kreis Esslingen bereits zur Sache. Hier wird Platz gemacht für Fahrradfahrer. Bisher war es ja so, dass die Radler gar nicht über die Brücke fahren durften, aus Sicherheitsgründen. Es war zu gefährlich. Jetzt wird die Straße auf der Brücke so umgebaut, dass nebendran auch ein Radweg entsteht. 2 Millionen Euro investiert das Land in den Umbau. Für die Autofahrer heißt das bis Mitte Oktober mehr Zeit einplanen. Wer von der A8 Richtung Esslingen will, muss die Umleitung quer durchs Kirschtal fahren. Das bleibt den Radfahrern dann künftig erspart. 55 Höhenmeter haben sie sonst immer zum Beispiel von Neuhausen nach Nellingen überwinden müssen. Für Thomas Rumpf vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ist der Bau des Radwegs ein Meilenstein. 20 Jahre lang hat sich der 59-Jährige für die direkte Radwegverbindung eingesetzt. Also es ist eine wichtige Verbindung für die Schüler, die ja von Neuhausen nach Nellingen zum Schulzentrum fahren. Da sind ja ganze Generationen von Radfahrern seit mehr als 20 Jahren hier durchs Kirschtal rauf und runter gefahren. Für Thomas Rumpf umso unverständlicher, warum der Radweg nicht schon Anfang der 90er direkt mit der Brücke gebaut wurde. Das uns Verkehrsminister Winfried Herrmann übrigens auch nicht beantworten kann. Dafür steht der Plan jetzt. Würden wir von dem bestehenden Feldweg hier eine Rampe hochbauen, hoch zur Brücke, um hier auch den Höhenunterschied überwinden zu können. Dann führen wir den Weg hier auf der Brückenaußenseite komplett über die gesamte Länge und werden hier dann auch wieder einen abführenden Radweg neu bauen. Die Rampen werden allerdings erst im Frühjahr 2019 gebaut. Ab Mitte November soll der Autobahnzubringer mit dem Fahrrad befahrbar sein. Bis dahin werden 2 Meter der bisherigen Fahrbahn abgefräst. Für die Sicherheit trennt eine 1,30 Meter hohe Schutzwand künftig Rad- und Autofahrer. Also so breit wird der Radweg dann sein? Ja. Hier kommt dann die Schutzeinrichtung, aber ich habe dann noch mit 2,75 Meter zur Verfügung für die gegenläufigen Radfahrer. Zudem wird der Suizidschutz auf beiden Seiten erneuert und entlang der kompletten Brücke angebracht. Wer sich wundert, was es mit der schwarzen Folie auf sich hat, die wurde ausgelegt, da vor Beginn der Bauarbeiten Eidechsen hier gelebt haben. Die dürfen wir natürlich entsprechend dem Artenschutzgesetz auch nicht töten, sondern die müssen wir vergrämen, das heißt vertreiben im Grunde genommen. Und deshalb hat man das jetzt mit Folien abgedeckt. Somit wird verhindert, dass die Reptilien an ihren ursprünglichen Lebensraum zurückkehren und der neue Radweg jetzt hoffentlich reibungslos gebaut werden kann.